Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Was bedeutet es, wenn jemand sagt, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen? Nun, was ist ein Buckel? Ja, das ist ein Buckel. Ja, wenn ich hier einen großen Buckel habe, ja, das ist ein Buckel. Ja, wenn ich hier wenn mein Rücken hier hoch geht, dann habe ich ein Buckel. Ja, der Glöckner von Notre Dame, ja, Quasimodo, hatte einen Buckel. Ja, das ist ein Buckel. Ja, beziehungsweise der ganze Rücken, ja, kann man auch metaphorisch als Buckel bezeichnen. Und wenn mir jemand den Buckel runterrutschen kann, ja, dann möchte ich praktisch, dass die Person hier ist, ja, hier hinter mir, und dann rutscht diese Person hier runter. Ja, sie rutscht runter. Ja, weißt du, was eine Rutsche ist? Ja, eine Rutsche ist etwas, womit kleine Kinder spielen. Ja, eine Rutsche ist zum Beispiel auf einem Spielplatz und die Kinder klettern hinauf und dann rutschen sie runter. Ja, sie rutschen runter. Ja, das ist mein Buckel. Und rutschen bedeutet, dass man langsam hinuntergleitet. Also jemand den Buckel runterrutschen bedeutet, dass jemand langsam den Rücken runtergleitet. Aber was bedeutet diese Metapher? Ja, was bedeutet das Sprichwort eigentlich? Nun, es bedeutet, dass eine Person mir völlig egal ist. Ja, mir ist diese Person völlig egal. Ja, mich interessiert überhaupt nicht, was diese Person denkt, was diese Person macht, was diese Person sagt. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ja, diese Person, ja, die kann mir mal den Buckel runterrutschen. Ja, ich möchte nicht mit der Person reden, also wende ich der Person den Rücken zu. Ja, und die Person ist jetzt hinter meinem Rücken. Ja, und sie kann mir den Buckel runterrutschen, sozusagen. Ja, das ist die Redewendung, jemanden den Buckel runterrutschen. Ja, also, ich kann zum Beispiel sagen, oh, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Ja, das heißt, oh, ich interessiere mich nicht für dich, ja, oder zu jemand anderem. Ja, er kann mir mal den Buckel runterrutschen. Ja, so wird diese Redewendung gebraucht, und ja, gebrauch sie nur, wenn dir jemand ganz und gar nicht gefällt. Ja, wenn du jemanden ganz und gar ignorieren möchtest. Okay, jetzt weißt du ein bisschen mehr, und wir sehen uns morgen. Tschüss!